Ja, moin Leute, seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Rocket League. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Willkommen. Ja, wir sind kurz vorm Aufstieg in Champion 1. Der Mate hat schon mal keine Lust, an den Ball ranzugehen, okay. Und wir befinden uns gerade in Liga 4, in Diamant 3, wenn ich richtig bin. Das heißt, zwei, drei Spiele oder zwei, eher gesagt, zwei, drei Siege. Obwohl eher zwei Siege als drei. Und wir sind wieder oben. Wieder da, wo wir letzte Season aufgehört haben, sozusagen. Und naja, mal gucken, ob das uns dieses Mal gelingt. Ja, zumindest wenn ich nicht so viele Fehler mache. Aber das wird schon irgendwie werden, oder? Ich denke schon. Aber Mate ist bestimmt auch in guter Verfassung heute. Das heißt, es kann doch uns nichts im Weg stehen. Naja. Wir schauen mal, ja? Wir schauen mal, so wie immer. Oh! Den habe ich ganz gut erwischt, würde ich sagen. So, Mate, das ist deine Chance jetzt hier mal. War ein guter Pass. War ich aber nicht bereit für. Oh, der Pass ist aber auch am Start. Ja, wir probieren es gleich weiter. Wir brauchen mal das erste Tor hier. So, hier, Mate. Na, schade. Das stand da einfach nicht gut, würde ich sagen. Stand da einfach nicht gut, aber. Oh. Okay. Aber wir sind dran, Leute. Wir sind dran. Guck, da kommt schon der nächste Ball rein. Der Mate kommt nicht. Doch, da ist er. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Er hat ihn. Easy, guckt mal. Ich sag doch, wir machen direkt das erste Tor. Da ist es auch schon. Ja, gut, die Gegner waren vielleicht irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, da hätten die ein bisschen früher rangehen müssen. Ja, aber naja, okay. Wenn sie sich Zeit lassen, ist das natürlich für uns nicht verkehrt. Ja, wenn der Mate dann genug Zeit hat, hier ein Tor reinzumachen. Alles ganz nett. Oh, jetzt wurde ich geschubst. Das ist aber nicht so nett. Oh Gott. Danke, Mate. Danke. Hätte ich fast schon wieder gefailt, Leute. Das war schon wieder ganz knapp. Oh. Okay. Der Mate sieht sich auch ganz gerne am Ball, wenn ich das so sehe. Oh. Aber ist ja auch okay, solange er das ganz gut macht. Und solange er mir nicht auf den Sack damit geht, wenn er immer zu an den Ball will. Okay. Gut. Direkt den Mate angespielt. Was macht er daraus? Okay. Okay. Ich wurde geschubst. Oh, und die Gegner haben das Tor verschenkt. Noch nicht. Uhuhu. Jetzt haben sie es verschenkt. Okay. Puh. Ja, Mate, komm. Tor ist frei. Zeig uns, was du drauf hast. Okay. Alles noch drin, ne? Ich habe halt keinen Boost. Ich muss jetzt erstmal einen Rücktritt antreten. Okay. Komm, Kollege, bring mir mal einen geilen Pass rein. Ja? Ja? Okay. Der letzte, also die letzte Berührung war unnötig. Ich hätte den einfach zu mir rübergespielt, dann wäre das okay gewesen. So, ihr habt jetzt gedacht, das war knapp, Leute, aber alles im Butter. Alles in Ordnung. So. Einfach mal ein bisschen stören, ein bisschen Boost klauen. So, hier nochmal ein bisschen stören. Oh! Ja, jetzt habe ich mich mal ein bisschen an den Ball rangedrängt, aber ich muss auch mal zum Zug kommen, ihr wisst. Hätte ja auch klappen können. Ja, ich hätte ihn ja auch schön rein blocken können. So, Mate, ich gehe da mal ran. Natürlich hier genau den Gegner angespielt, man kennt's. Uhuhu. Ja, alles cool. Alles cool. Wir pushen nach vorne. Okay, Mate, der ist für dich. Ich meine, wir liegen vorne und das Match geht nur noch knapp eine Minute. Ein bisschen länger als eine Minute. Eigentlich sollten wir jetzt einfach entspannt das Ding runterspielen. Einfach entspannt und defensiv das Ding zu Ende machen. So, der Mate liefert mir hier schon den Pass. Oh, aber ich habe einen Autounfall. Oh, Autounfall. Oh. Hab keinen Boost mehr, aber wir kriegen das hin. Okay, ja. Wir kriegen das absolut hin. Okay, jetzt werde ich auch noch hinterher geschubst. Ja, der Mate hat den anderen Kollegen weggemacht. Ach, ich bin extra zur Seite gefahren, aber ich habe schon damit gerechnet, den Mate jetzt umzufahren. Hätte passieren können. Oh, ups. Ups. Wir choken hier ein bisschen. Ein bisschen choken muss auch dabei sein. Oh, nein.
Oh, wir werden sowas von Gegentor dafür kriegen, wollte ich gerade sagen. Scheiße, ich bleibe jetzt hier an der Mittellinie. Oh, hallo. Oh, hallo. Danke. Gut. Hat sich ja noch gelohnt hier, hä? An der Mittellinie ein bisschen zu chillen. Der erste Schuss hätte natürlich ein bisschen weiter Richtung Tor gehen können, aber hat die Gegner in eine Bredouille gebracht. Ja, und dann haben sie mir gleich nochmal den Ball zugespielt, weil sie gleich noch einen Schuss haben wollten. Ist okay. Kann ich verstehen. So, jetzt sieht das Ganze doch relativ gut aus für uns. Also, jetzt noch 2 Tore für die Gegner, wird auf jeden Fall hart. Okay, der Pass war gar nicht mal schlecht. Hat nur keiner mit gerechnet. Ich habe keinen Boost. Mit mehr Boost wäre mehr drin gewesen. Aber hey, das lief ganz gut. Oder? Also, wir sollten jetzt dem Aufstieg wieder einen Schritt näher gekommen sein. Vielleicht reicht es schon aus, noch einen Sieg einzufahren und dann sind wir vielleicht wieder zurück in Champion. Ich meine, der Gegner war auch Champion. Also, weit kann es ja nicht mehr sein. Schauen wir mal, ob das nächste Match uns zurück in die Champion-Klasse befördert. Okay, jetzt muss ich Fokus zeigen. Ja, jetzt müssen wir hier ein gutes Spiel abliefern, damit wir auch schön aufsteigen wieder. Ich hoffe, der Mate gibt auch ein gutes Spiel ab. Los geht's. Los geht's. Okay, oh, da kommt schon ein Pass. Oh! Hätte gut klappen können. War eigentlich nicht schlecht gedacht. Zumindest habe ich ihn getroffen irgendwie, somehow. Ah, Mate, guck mal, das ist so ein geiler Pass. Ja, genau, der geht auch gut. Geht in die richtige Richtung. Oh nein, ich treffe nicht. Oh nein, das hätte ich kommen sehen können, dass ich da nicht rankomme. Aber gut. Okay. Gegner scheinen schon mal nicht schlecht zu sein. Zumindest können sie ganz gut airdribbeln, was ich gerade so gesehen habe. So. Aber wir können da was gegen machen. Ja, kein Problem. Ja, genau drüber gelupft. Oh, und rein. Ja. Geil. Guter Pass. Es hat aber auch wirklich maximal gereicht mit dem Boost, gell? Ich habe alles rausgegeben, was ich hatte. Und ich habe es genau geschafft, den Ball drüber zu lupfen mit dem Gegner. Genau, was ich wollte. Schön. Ja, geht doch kurz gut los. So, machen wir jetzt mal den hier. Oh. Geil, der hatte genau das richtige Maß. Genau das richtige Maß. Schön unter die Latte und rein. Oh, ha. Läuft gut bis jetzt. Läuft gut für unser Aufstiegsmatch. Wenn es das denn ist, aber 2-0 nach einer Minute. Beide Tore durch mich, hey. Gegen Gegner, wo ich eigentlich eben noch gesagt habe, die scheinen gar nicht mal so schlecht zu sein. Das war jetzt aber schlecht von mir. Ich gehe mal ins Tor. Ja, der Mate fliegt. Oh, nee, der war schlecht. Oh, obwohl. Ah, ich wollte einen schönen jetzt nach hinten passen. Ihr wisst's, aber gar nicht mal so einfach. Hier weg. Der hat aber lang gewartet mit seinem Dribbling hier. Vielleicht hätte ich da einen Mate rangehen lassen sollen, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal so nah am Ball bin, dann kann ich da auch mal reingehen. Ja, ihr wisst schon. Jawohl! Was ist da? Geiles Match, Leute. Da ist schon mein Hattrick nach 2 Minuten. Habe ich aber auch meine Chance gewittert. 420 Punkte. 421 natürlich. Natürlich, der eine Punkt muss sein. So, jetzt habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl für dieses Match hier. Ich meine, 3 Punkte Vorsprung, ne? Man nimmt es an. Oh, Mate. Das ist unser erstes Gegentor. Was? Okay, keine Ahnung, was da gerade schiefgelaufen ist. Beziehungsweise, was da gerade richtig gelaufen ist. Die Gegner haben ihren Angriff ein bisschen verkackt und der Mate hat eine ganz geile Parade hingelegt. Steht der Mate? Ist der AFK? Mega. Er wartet einfach nur auf das richtige Timing. Ey! Da schubst er mich schon weg, gell?
dann trifft der andere nicht mehr das Tor. Hm. Also ich glaube, ich nehme das zurück, dass die ganz gut sind. Ich meine, sie scheinen hier und da ihre Skills zu haben, aber... Also der also mindestens einer ist auf jeden Fall nicht gut dabei. Ja, gut. Gut für uns. 4 Tore und einer hat schon verlassen. Ich denke mal, das war's damit. Ja, das war's. GG. 3 Tore. Geil. War ein gutes Match, oder? War es mein Aufstiegsmatch? Bitte, bitte, bitte. Ja. Oh, happy day. Wir sind zurück. Zurück in Champion 1. Oh, da sieht man nochmal das geile Tor im Hintergrund. Ja, machen wir noch ein Match. Unser erstes Match in Champion. Ich hoffe, wir steigen nicht instant wieder ab, aber wir müssen ja den Rang noch ein bisschen festigen und so. Schauen wir mal, wie es läuft. Puh. Okay. Erstes Match auf Champion-Ebene. Mal wieder. Seit längerem. Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt, ob es überhaupt einen Unterschied macht zu Diamant oder ob das einfach dasselbe Spielniveau ist. Ich meine, es kann nicht so viel anders sein. Immer mal ehrlich. Boah, hätte ich den jetzt noch drüber gekriegt. Hätte man schon das erste Tor hier. Nee, so nicht. Ja. So. Boah, der war schmackhaft. Mate macht Pass. Alles gut. Was war da von meinem Mitspieler für mich? Habe ich nur nicht ganz so gut bearbeitet. Hat er. Nice. Und habe ich auch. Der geht in die richtige Richtung. So. Wieder Mate ran. Ne, der Mate sucht noch Boost, glaube ich. Ah, ich bleib meinem Tor. Hat er, oder? Hat er. Nice. Ich bleib nochmal im Tor. Oh. Ich habe mich outplayen lassen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe mich outplayen lassen. Ah. Hab ich. Warum schreibt denn der Mate, ich hab ihn. Sieht man doch. Oh. Ich habe halt keinen Boost. Das ist gerade problematisch. Ich nehme mal das vom Gegner, so. Okay, da hat er mich wieder outplayed. Mate, wo fährst du hin? Wo fährt er hin? Was war das jetzt? Ja, da hat er natürlich genau im richtigen Moment den Ball nochmal berührt, ne? Hätte ich mit rechnen müssen, aber... Tja, schade. Aber warum ist der Mate da einmal vom Tor weggefahren? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, er stand auch ganz gut. Hätte da nicht stehen bleiben können. Na, Mate, du übernimmst. Ich fahre hinter und hol mir Boost dort. So, oh, der könnte schnell reinkommen. Mate, das ist deine Chance. Schade, ich bleib mal hier. Bleib mal hier so im Mittellinienbereich. Okay. Die Gegner kommen ein bisschen zu einfach durch momentan. Habe ich so das Gefühl. Okay, das könnte... Ne? Jetzt probieren wir's. Er ist auf dem richtigen Weg. Bisschen zu langsam, aber ansonsten nicht schlecht. Mate, Pass. Ah, hat er nicht so ganz gesehen. Och Mann, Mate. Was ist los? Was ist da los? Muss man hier so einen Schuss von Markus Lanz kam hier. Also der war auf jeden Fall haltbar. Vor allem hätte man da auch schon früher rangehen können und nicht erst warten, bis er schießt, aber naja. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von meinem Mitspieler halten soll. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich von meiner Leistung halten soll, aber beides nicht ganz optimal, muss man sagen. Oh, komm jetzt. Ja, Markus Lanz hat mir geholfen. Danke. Schön. Immerhin. Ne? Er soll. Er hätte auch von sich aus reingehen können, aber mit ein bisschen Hilfe geht das auch. Okay. Seht ihr, da habe ich schon mal was gemacht. Schon mal ein Tor hier gemacht. Ich habe meinen Beitrag doch schon mal geleistet hier. So, jetzt müssen wir noch Markus Lanz aufhalten hier. Okay. Ja, gut durchgesetzt. Oh, den habe ich nicht mal gesehen. Den Boost bekomme ich leider nicht. Er war eigentlich Markus Lanz. Das war doch irgendein Typ aus irgendeiner... Keine Ahnung, aus irgendeiner Talkshow? Bin mir gar nicht so sicher gerade. Irgendjemand aus dem Fernsehen auf jeden Fall war das. Ja, kennt ihr das noch? Das Fernsehen. Alte Technologie, ne? Okay, ja, gut. Der hat sich selber outplayed. Finde ich okay. Das finde ich ja sowieso immer am besten. Oh, ich habe Markus Lanz gerade eine Gelegenheit gegeben.
Ja. Das ist schon mal der richtige Weg. Ey, ey. Das ist ja frech. Frech von ihm. Okay, mein Headset sagt mir gerade, dass die Batterie low ist. Oh, habt ihr die Parade gesehen? Die war zwar ungewollt, aber war ganz nice. Okay. Ah, schade. Ich dachte, er macht das nochmal für mich. Ich dachte, er hilft mir da nochmal mit dem Tor. Okay. Der Gegner ist sehr defensiv. Wir kommen gerade nicht wirklich ran. Wir probieren es nochmal jetzt. Mate, da ist er. Gelegenheit. So, kommt er wieder rein? Ja, habe ich sogar nochmal erwischt hier im Backflip. Mate. Oh ja, probiert's. Ja, yes. Okay, Wunder, ein Wunder, dass der noch rein ist, aber er ist es. Das war aber auch haarscharf, Alter, war haarscharf. Crazy. Okay, wir sind wieder drin, 2-2. Ihr habt vielleicht nicht dran geglaubt, aber hier ist unser Comeback. Ja, und beide Tore durch mich, was soll man sagen? Da ist er! Ja, zu geil gewesen. Ich glaube, wir haben uns jetzt zumindest so ein bisschen eingespielt, ich und mein Teammate hier. Das war zu erwarten, was er davor hat. Ja, konnte leider nicht stoppen. Na gut, doch, ich habe ihn gestoppt. Der Ball ist auf der Stelle stehen geblieben. Ich schätze, das ist die Definition von stoppen. Nee, 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 nee. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, weil der Kollege da angeflogen kam, aber... Oh. Mein Pass für Markus Lanz. Ich habe halt keinen Boost. Okay. Ich hab keinen Boost. Ja, da kann ich nichts machen. Also, da hätte ich nichts machen können. Ich muss da die ganze Zeit den Ball. Ich kann überhaupt keinen Boost sammeln, so. Die Gegner machen gut Druck. Und mein Mate macht wenig befreiungsmäßige Aktionen. Versteht ihr, was ich meine? Wenige Befreiungsschläge und so ein Stuff. Oh ja. Oh ja. Wie ich den direkt vorm Tor abgelegt habe. Aber ich musste irgendwas machen, weil ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass jemand schon im Anflug war. Wisst ihr, wie ich meine? Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wäre ich nur rechts. Wäre ich nur zur Stelle gewesen jetzt. Schade. Wirklich schade. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Zwei Tore habe ich gemacht. Ja, mein Mate hat eventuell zwei Tore reingelassen. Ja, ach, war aber ein gutes Spiel, würde ich sagen. Hätte man auch genauso gut gewinnen können. Ja, wenigstens sind wir nicht gleich wieder abgestiegen. Das passiert dann wahrscheinlich nächste Folge. Na gut, Leute, na gut. Lief doch ganz hervorragend. Wir sind zurück in Champion 1. Mal sehen, wie lange das hält. Aber für den Moment bin ich ganz zufrieden damit. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne Tipps in die Kommentare, kann ich immer gebrauchen. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, lasst's krachen und ciao, ciao.